mir leid. Ich habe Simmons vertraut. Ich hätte seine Lügen durchschauen müssen. An allem bin ich schuld. Du hast nur Befehle befolgt. Du dachtest, du tust das Richtige. Den Impfstoff finden, die Welt retten und all das. Was ist da gerade passiert? Na klar, sie haben unsere Waffen. Jake da drin, unsere Waffen. Jetzt müssen wir nur hinkommen. Geht klar. Viel Glück. Danke. Sherry! Alles okay? Sicher? Hey, brich die Tür auf! Dann muss ich nicht durch den Luftschacht! Nicht schlecht für ein Mädchen! Gern geschehen. Ich weiß, was ich tue. Vorübergehende Stromumleitung zur Inkubationskammer. Zum Aktivieren des Aufzugs Reservebatterie anschließen. Reservebatterie? Wo ist das Ding bloß? Wir müssen sie wohl suchen. Geht klar. Reservebatterie 1 aktiviert. Aufladung 25%. Wir brauchen mehr? Verdammt! Geht klar! Nicht praktisch, aber wir haben wohl keine Wahl. Wirklich? Anders geht es nicht? Na gut.
Ich weiß, was ich tue. Reservebatterie 2 aktiviert. Aufladung 50%. Zur Hälfte geschafft. Batterie 3 aktiviert. Aufladung 75%. Nur noch eine.
Überspannung. Evakuierung über den Aufzug einleiten. Wie bitte? Erst ist kein Strom da und jetzt zu viel? Wenigstens läuft der Aufzug. Wir müssen das irgendwie stoppen. Der Kahn könnte dabei helfen. Geduld ist am Ende, Kumpel. Mist.
Ja, alles klar. Schnell! Ich weiß, was ich tue. Chris! Freut mich, Sie wohl aufzusehen. Moment, haben Sie uns gerade befreit? Und die Helden des Tages sind... Sie sind Ihrem Vater ähnlich. Woher wussten Sie wohl? Halt, Moment mal. Du hast ihn gekannt? Ja, habe ich. Und ich habe ihn getötet. Du warst es. So ist es. Chris? Er sollte nicht so laut kläffen. Wir regeln das unter uns. Los, schießen Sie. Sie haben allen Grund. Aber Sie müssen am Leben bleiben. Sonst ist alles verloren. Du wagst es, mir Befehle zu geben! Aufhören! Waffe runter! Los! Was war's? Hast du nur Befehle befolgt? Oder war es persönlich? Beides. In 3 Sekunden jage ich Ihnen eine Kugel in den Kopf! Runter mit der Waffe! Waffe runter! Ja. Hier geht es um viel Wichtigeres als dich und mich. Wir müssen weg! Jake! Ich weiß! Leute, das hier scheint eine Art Aufzug zu sein. Und das noch einer. Los, raus hier! Was zur Hölle ist das? Das Ende der Welt. Wenn wir es nicht stoppen... Also, wenn dieser riesige Kokon schlüpft... Haben wir Probleme. Nur ein paar. Wir müssen hier weg und das HQ warnen. Sie hätten wirklich nicht so viel aufs Spiel setzen müssen. Wesker hat es nicht anders verdient. Sie haben das Richtige getan. Für das Wohl der Menschheit. Aber er war sein Vater. Er hatte das Recht, es zu wissen. Auf jeden Fall wird es nie langweilig, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Sorry, es war nie leicht, mein Partner zu sein. Sobald wir hier raus sind, wird alles anders. Spar dir die Vorträge, okay? Wir müssen einen Ausgang finden. Ich wollte doch nur... Wenn das vorbei ist, sprechen Sie bitte mit Chris. Ganz in Ruhe, okay? Das ist meine Sache. Und ich will jetzt nicht an diesen Trottel oder meinen Vater denken. Dafür habe ich Zeit, wenn wir hier jemals rauskommen. Ja.
Sie beide. Wir übernehmen das. Gehen wir. Warten Sie. Hey, denk an deinen Auftrag. Die beiden können das Ding nicht besiegen. Wir gehen nicht zurück. Aber die beiden werden sterben. Und das ist ihre Entscheidung. Sie sind bereit, sich zu opfern. Und wir können sie nicht daran hindern. Jake. Weißt du was? Ich bin nicht wie mein Vater. Und ich sorge dafür, dass das auch so bleibt. Wir verschwinden. Und dann rettest du die Welt. Sie haben recht. Dann los. Ich hab genug. Wo ist der Ausgang? Er muss ganz nah sein. Sieh mal an. Du verdammter Hundesohn! Jake! Wir
können hier nicht kämpfen. Es ist zu gefährlich. Okay. Hey, Arschloch! Hier lang! Sich was einfallen. Zu langsam! Lava-Löcher, du Idiot! Das ist ihm egal! Er würde alles tun, um uns zu töten!
Sherry! Jake! Alfie! Jetzt! Das ist schon besser. Klären wir das mit den Fäusten. Mir hörst du nicht auf! Ich helfe ihm! Danke! Sind wir los. Verschwinden wir von hier! Er ist endlich tot. Kinderspiel. Hier ist eine Art Lager. Irgendwie müssen hier Sachen rein und rauskommen. Stimmt. Ich weiß, was ich tue. Wow! Ist das schnell! Und es gibt kein verdammtes Steuer! Gott verdammt! Wie wird man den bloß los? Na los! Wir müssen weiter hoch! Verschwinde endlich! Hey, da die Ladung. Denkst du auf, was ich denke? Jetzt ja. Also los. Ist das Arschloch? Yeah.
du noch? Bringen wir es zu Ende. Los. Sherry! Forschern der UN übergeben. Zusammen mit den Testergebnissen von 6 Monaten aus den Archiven von Neo Umbrella. Jetzt sind die Daten in den richtigen Händen und die Lage scheint sich endlich zu beruhigen. Nach Jakes Rettung haben BSAA-Beamte seine Beziehung zu Albert Wesker als streng geheim eingestuft, da sie eine Bedrohung für die globale Sicherheit darstellen könnte.